So, ja, dann nochmal guten Tag und guten Abend. Die Benachrichtigung hat natürlich jetzt auch mal wieder nicht funktioniert. Das ist ja ganz, ganz klasse. Das macht aber gar nichts. So. Hi. Weil das ist gar nicht schlimm. Dann machen wir halt nicht so lang. Und vielleicht machen wir dafür später nochmal das dasselbe. Hi. Also, vielleicht können wir jetzt mal eine Runde machen. Und dann schauen wir mal, ob noch eine Benachrichtigung kommt für die Leute. Weil ich finde es halt immer schade, wenn es jetzt schon ein Wochenende ist und wir sagen, wir streamen ein bisschen länger. Und dann kriegen das die Leute gar nicht mit, weil sie keine Benachrichtigung bekommen. Ist halt scheiße. Und deswegen jetzt die Überlegung. Also seid nicht traurig, wenn ich jetzt vielleicht nicht so lange streame. Wenn ich merke, okay, weil, guck mal, wenn keine Benachrichtigung kommt, kommen auch keine Leute. Und das heißt, dass die Leute das leider nicht mitbekommen. Und das ist halt schade für die Leute. Mir ist es ja persönlich jetzt nicht so wichtig, wie viele Zuschauer sind, aber wenn die Leute das nicht sehen, ist halt doof, ne? Und deswegen können wir es jetzt so machen, dass wir vielleicht jetzt eine Stunde streamen. Und wenn dann in der Stunde, ich sag, die Benachrichtigung ist immer noch nicht gekommen, es tut mir leid, dann mache ich noch Pause, nehme noch ein bisschen mein Zeug auf und wir streamen dann später nochmal. Also so gegen 11, 12 oder sowas, dann machen wir nochmal eine Late-Night-Level-Runde. Okay, was haltet ihr davon? Late-Night-Leveln? Später oder sowas? Mal schauen. Also. Katzenohren. Ja. Mir kam eine Benachrichtigung ins Mull geschossen. Was ist ein Mull? Meinst du dein Gesicht? Le Face oder was? La Farce? Wir wissen es nicht. Gut. Was machen wir denn? Ja, das Championat habe ich jetzt leider... war nicht so gut. Ich wollte jetzt nicht sagen verkackt. Wir leveln. Und zwar gehe ich zurück nach Moorland, hol mein Pferd. Und ich habe irgendwie... Hier ist voll leise. Ne, ist irgendwie auf beiden... Komisch. Der Koffer ist ein bisschen komisch. Es klingt so, als hätte ich hier keinen Ton so richtig. Na jetzt... Ach, was weiß ich. Eigenartige Kopfhörer. So. Also, schön, dass ihr alle da seid. Schon gesehen, hier sind noch einige gerade hier unterwegs. Es hat mich gestern so gefreut, dass auf Server 8 hier so viele Leute mit dabei sind. Das freut mich wirklich sehr. Und ja, hier, guck mal, Vero ist auch da, ne? Wen sehe ich denn noch hier? Indy war auch auf jeden Fall mit am Start, ne? Dani ist da, Vio ist auf jeden Fall da. Wen sehe ich denn noch? Tiffy. Jetzt gucken wir mal, wer hier alles noch mitreitert, ne? Vorher ziehe ich mir mal mein Pferd um. So, der I. Alles mal hier so rüber. Und rüber. Und darüber. Und das auch noch rüber. Und den Gesichtsschmuck. So, wir wollten ja ein bisschen Conny leveln. The Great Grand Connemara Leveling Stream. Kann ich in den Club? Natürlich, Jenny Wolfs Husky. Muss schon mal onkommen und dann lade ich dich natürlich in den Club ein. In Clubby, ne? Sag mal so Clubby, ne? Man sagt ja nicht der, die das Club, nein, man sagt Clubby. So, mal schauen, ob mein Squad draußen noch wartet. So, los, komm schon. Komm schon, Mistfall. Auf Geiz nach draußen. Wie geht's Coco? Coco geht's gut, Coco schläft. Ist Coco wieder dabei? Coco liegt hier. Über mir. So. War dein Anfi nicht mal andersfarbig? Nein, mein Anfi war schon immer so farbig. So, hier ist meine Squad. Annabelle ist da, ne? Dina ist da. Emily Dreamcape ist da. Emine, Vio Cold Daughter. Salzi und Vero. Das ist the Squad. Und mit dem sind wir jetzt hier unterwegs. Und gehen leveln. Habt ihr denn alle was zum Leveln dabei? Level 9, brav. MySoftTree ist auch da. Das ist Lena. Level 10, Frost Guardian. Sehr gut, können wir leveln, können wir leveln. Wer jetzt alles nicht kein Pferd zum Leveln dabei hatte, dreht jetzt sofort um, ne? Storm, sehr gut. Ja. Wer hatte da gerade ein Level 15? Ich hab's doch gesehen. Wer war das? Wer war das? Wer hatte da ein Level 15 Pferd? Salz, ne? Level 15 Pferd. Weg, tschüss. Weg mit Salz. Salz darf nicht mitspielen. So. Gut. Clara Wiat. Ich glaube, Clara spielt gerade WHRH oder sowas. So. Jenny ist schon on. Okay, Jenny, wo bist du? Komm mal ran hier. Dann lade ich dich gerne ein. Jetzt machen wir tatsächlich mal wieder das Fort Pinter-Rennen. Ey, wisst ihr, wie lange ich das Fort Pinter-Rennen nicht mehr gemacht habe? Schon Ewigkeiten her. Ich mache das nämlich immer nicht. Ich fange das nämlich erst immer...
Waren da komische Geräusche? Ich hab nichts gehört. Ich fange das Fort Pinter-Rennen nämlich immer nicht an, sondern ich fange mit Moorland an oder so. Naja. Tja. Zurück zur Strecke, Fort Pinter. Peggy, dir stehen die Katzenohren. Dankeschön. Das freut mich. Ja, ja. The Cat Ears. Sehr schön. Ja, los geht das. Gucken wir mal hier. Wollen wir was reißen? Vero hat sich hier schon voll ins Beet gesetzt. Nein, wieso bleibt man denn da immer stehen? Oh, das ist so ein Dreck. Das ist ja wie. Das ist wie in beim Silverglade-Championat. Nein, beim Jallaheim. Beim Jorvik-Championat. Gott, ich renne hier auch immer. Da ist die Kamera wieder wichtiger als das. Gott, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Hauptsache überall dagegen stoßen. Das ist ganz wichtig. So, Larissa ist auch wieder da. Das ist schön. Willkommen, Larissa. Ich kann nicht zu euch. Ich sehe euch nicht und ich bin auf Server 8. Hä? Was ist denn da los? Warte mal, Jenny. Wir checken das mal gleich, okay? Wir steigen mal oder so. Lass dich vielleicht mal abholen und kommen mal neu oder sowas. Vielleicht bringt das was. Kann ja stimmen. Kann dir was bringen. Hä, wieso habe ich denn verloren? Ich bin doch dann. Hä? Ich bin doch da nicht falsch rum rein. Blödes Rennen, ey. Mann. So. Jetzt mal das mal ordentlich. Oh, Indy kann in SSO wieder schreiben. Wie ist denn das passiert? Hallo, Glory. Wie kann denn das sein? Ich muss richtig durchreiten. Ich bin wahrscheinlich nur so halb so ein bisschen so von der Seite so irgendwie durchgeschmuggelt. Ah, hallo, Sonja. Lecker Getränk. Boah. Voll die Vitaminexplosion, ey. Ich habe heute zweimal hohes C gemischt. Ja. Das ist die Sonderdosis Magnesium plus eine Sonderdosis für die Blutzufuhr. Verstärkt irgendwie die Blutanzahl oder was. Was steht da? Guck mal drauf. Für Blutbildung. Apfel, Granatapfel, Himbeere. Sieht so aus. Lidl lohnt sich. Mehr sage ich dazu nicht. Kannst jetzt mal da ordentlich da durchreiten. Das ist ja unglaublich. So. Wird ja wohl hier funktionieren, ne? Wird ja wohl funktionieren, meine Lieben. Ich glaube, soweit kommt es noch, dass wir hier die Rennen nicht mehr schaffen. So, Julia. Jurina, hi. Ich finde die Chatsperre wegen dem Wort WTF verstörend. Deswegen eine Warnung bekommen, ja. Oder weil ich es gesagt habe beim Regenbogenrennen. Ja, was erlaubst du dir auch, solche fiesen Ausdrücke zu verwenden? Das geht ja gar nicht. Wir muss PC neu starten, alles klar. Bitte lesen. Hey, darf ich in deinen Club? Ich bin nicht Starrider, aber ich suche einen, das nicht immer Anfragen kriege. Ja, Zuckermelone, mir ist egal. Natürlich kannst du in den Club, wenn du auf Server 8 bist. Dann komm mal nach Fort Pinter an. Dann melde dich mal hier im Sachchat. Melde dich mal hier im Sachchat und dann schreib mal rein. Yo, hey, Perky, kann ich in den Club? Und dann lade ich dich gerne ein. Wir machen uns jetzt aber auf den Weg nach Moorland. Also kannst du ganz entgegenreiten. Denn es ist voll die Disco. Können wir voll in der Disco abgehen und noch was dancen. Wobei ich ja sagen muss, tanzen in Sims ist viel geiler. No? So, Kate ist auch da. Hey, schönen guten Abend, Kate. So. Dann mal los, auf nach Moorlandy. Was machen denn da auf der Brücke? Hier Heather, Cream Girl. Da kommt Annabelle. Was machen die da? Die schleichen da irgendwie. Warum machen die das? Hallo, ich wink auch mal. Hallo. Die sind da voll, die machen da irgendwas. Die schleichen da so rum.
mit den Osteroutfits. Das sind voll die Klone hier. Okay, irgendwas haben die vor. Aber die haben sehr starke Rückenschmerzen. Ich weiß nicht, was sie machen. Vielleicht machen sie einen CT-Ausflug. Okay, Salz macht auch mit. Naja, gut, okay. Wenn das so ist, dann gehört sich das hier wohl so auf Server 8. Dann muss man da wohl mitmachen. So. Ich glaube, das gehört sich so. Okay, da wird sich gedreht. Okay, ja. Okay. Ja, sie warten auf jeden Fall auf irgendwas. Wir beobachten hier irgendwie was. Nicht so sicher, was abgeht. Aber irgendwas passiert hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht was, aber wir wollen dabei sein. Ja, so, jetzt warten wir alle. So. Von der Flashmob. Die planen bestimmt Böses. Ich glaube auch. Ich glaube auch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einen schönen Halbkreis. Warte mal, ich setze mich mal hier daneben, damit ich nicht so offensichtlich aussehe. Ich wollte nochmal einen schönen... Vielleicht betuscheln wir hier auch einfach irgendwas. Tuschel, tuschel, tuschel. Gott, da stehen lauter Pferde drin. Ich habe eine Freundschaftseinladung von Marie North Hurricane. Sehr, sehr interessant. Wir untersuchen auf jeden Fall okay, da hatten wir Emilys Hintern mal ziemlich krass im Bild. Ach, die steigen da ein? Nein, die steigen in den Bus ein. Die versuchen den Bus zu klauen. Oh mein Gott. Ja, da mache ich nicht mit bei sowas. Nö, ach, da mache ich nicht mit. Da gehe ich lieber wieder auf mein Pferd. So, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Miam. Schnell verstecken, die finden mich nie. So. Miam. Niemand findet mich. Man könnte ja vom Stream dann sehen, ne? Da, da, da. Hallo Fuchs. Hallo Matrix, es geht. Gleich ein Screenshot von Zuckermelone. Nice. Heißt, kannst du mich auch grüßen, bitte? Ja, Emma und Lilly, viele liebe Grüße. Hanna schreibt, hier hat eine lustige Geschichte für uns. Meine Freundin hat mich mal gefragt, wie kannst du nur einen Döner essen? Und ich so, also, man geht in den Dönerladen und bestellt sich einen, bezahlt ihn und nimmt ihn und beißt ab. Geil. Mag die keinen Döner oder was? Was ist mit deiner Freundin los? Döner ist doch... Döner ist Leben. 4 Groove Champion hat in einer halben Stunde, meine lieben Freunde. Da werden wir wohl hingehen und das wegrocken. Ja, oder halt auch nicht. Wir wissen es noch nicht. Mal sehen. Bin auf Server 2. Oh, Lena ist auf Server 2. Lena, es ist okay. Ich bin ja auch nur mit meinem zweiten Account auf Server 8. Mit meinem normalen Account bin ich auch noch auf Server 2. Emmas Chaoswelt, kann ich wieder in den Club? Wieso wieder? Raus? Bist du rausgegangen aus dem Club, Emma? Was soll das denn? Hallo, Julia. So, da wo Salz ist, machen wir das Rennen hier, das Salzrennen. Hast du mal so... Die sagt immer so, hast du mal eine Mark? Hast du mal 2 Mark? Gut, als ob. Ich kann jetzt auch nichts mehr zu tun. Was? Ganz gut. Hab gerade jetzt auch nichts mehr zu tun. Ach so. Agi. Ganz gut. Und dir so? Also, ja, Agi, hast du schon gelevelt? Kannst du mitleveln, Agi? Oder why not? Oder hast du ja heute schon deine Levelungen gemacht? Das wäre ja wirklich richtig dreist. Ich habe ja gesagt, dass ich heute nochmal streame. Ich bin wirklich entsetzt. Oh mein Gott, und dann reite ich auch noch hier am Ziel vorbei. Jesus. Oh mein, da muss ich jetzt rückwärts durch. Nein, rückwärts. Pferd, hör auf. Pferd, verdammt nochmal. Rückwärts. Ich drücke rückwärts und es passiert einfach nichts. Diese Steuerung ist so... Echt, das ist...
Oh Mann. Ah, oh, diese Steuerung macht mich fertig, diese Pferdebewegung. Ja, nee, ich geh nicht rückwärts. Ich geh lieber noch 3 Stunden lang vorwärts. Und dann dreh ich mich im Kreis. Verdammt nochmal, Starstäbler. Sorry, Netzi, schon okay, Zuckermelone. Talent ist da. Was ist ein Talent? Ich habe Angst vor Pferden. Oh, Tom Schreiner hat total Angst vor Pferden. Das ist okay. Das ist okay. Hab heute alles gelevelt. Ja, Agi, was soll das denn? Das ist so eine... Aber bin, glaube ich, nicht auf Server 8. Du glaubst? Agi. Was macht ihr denn immer? Wenn ihr wisst, dass heute Abend noch Stream ist, dann levelt man doch vorher nicht. Was ist denn mit euch? Dann könnt ihr jetzt gar nicht mitleveln. Das ist aber voll doof, ne? So, könnt ihr warten, aber Netz, nein, wir können nicht warten. Dann bin ich hier die ganze Zeit nur am Warten, du. Das ist, glaube ich, funktioniert nicht so. Weil ständig irgendjemand Netzi hat und nicht hinterherkommt oder so. Wenn ich jetzt da auf jeden warte, dann kommen wir hier zu nix mehr. Also, Tan's Ren als nächstes. Sagt ihr eigentlich Tan oder Tan? Tan, ne? Das ist der Tan's Ren. So. So. Ach so, ja, habe ich ja vergessen, dass heutzutage jeder YouTuber ist. Sorry, Agi. Das ist ja, wusste ich ja nicht mehr, dass jeder streamt und levelt und... Krasse Welt irgendwie. Naja, ich dachte, man macht sowas zusammen, aber... Das ist wohl irgendwie nicht so... Naja. Was habe ich denn hier? Ach, weg. Jetzt mal schauen, ob ich jetzt mal einrenne hier. Einigermaßen ordentlich gerade hier durchbekommen. Oh mein Gott, eine Loot! Die muss ich sofort abchecken. Ich check mal gleich die Loot ab. Warte, wenn ich hier rankomme. Gleich ist sie fertig geladen. Eine Loot von Fuchs! Das ist eine Loot! Oh mein Gott, danke Fuchs! Eine Fuchs-Loot! Eine Flut! Ja, das spricht sich so schön. Flut. Ich bin nicht auf YouTube natürlich, sondern woanders. Aha, wo streamt man denn sonst? Wenn dann nicht auf Twitch oder auf YouTube oder was. Wenn du jetzt sagst, du streamst aufs Instagram, dann macht das für mich noch viel weniger Sinn. Oder wo streamt man denn sonst? So, dann ist man halt Twitch-Streamer. Ist auch nicht besser. Ist dasselbe wie YouTuber. So, ist genau derselbe Schmarrn. Ach ja. So ist es halt. Ich streame übrigens auch auf Twitch, ne? Also wer das auf Twitch gucken will, der kann gerne das auch auf Twitch anmachen. Oder beides quasi. Am liebsten natürlich beides. Ja. Oh, ein Easter Eye Egg. Da hat sich ein großes goldenes Golden Eye versteckt. So. Ich bin kein YouTuber, ich bin Streamer. Wow! Okay, sorry. Completely different. Also. Ich wurde aus dem Club geschmissen. Ach, niemand schmeißt dich aus dem Club. Nee. Emma, da bist du selber rausgegangen. Laber nicht. Ich wurde aus dem Club. Ich bin der Clubleiter. Also, wenn, dann schmeiße ich Leute aus dem Club und ich schmeiße niemanden aus dem Club. Also, Emma, das kaufe ich dann nicht ab. Wenn du wenigstens die Wahrheit gesagt hättest. Hätte ich dich vielleicht wieder reingelassen, aber so. Warum sollte ich dich denn aus dem Club schmeißen? Eher unrealistic. Kann ich jetzt in den Club? Na sichi. Jenny Shipsong. Geiler Name eigentlich. Jenny Shipsong. Das sind so Lieder über Schiffe. Shipsongs. Geil, ey. Dankeschön. Ja, die Musik ist zwar fresh. Ich habe immer sehr freshe Musik in meinen Streams. Dafür bin ich bekannt. In seine frische Musik. Huch, da bin ich an Joshi vorbeigejoscht. Joshos, was ist denn hier los? Ah, los. Nein, ich muss auf Ja klicken. Das ist ja unglaublich. So. Es ist obeckt. Ich kann ja selbst noch den Clubchat lesen. Hä? Emma, ich verstehe nicht, was du meinst. Ich check das nicht.
So. So. Okay, 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 okay. Ja, los, Vollgas. Ah! Netzwerkfehler. Dummer Nazi. Boah, Agi, ich tue mich echt immer schwer mit so Smalltalk. Also, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was hast du gemacht? Was war so los? Also, mir geht's immer gut, sonst würde ich den Stream nicht anmachen. Das ist schon mal safe. Wenn es mir nicht gut geht, würde ich nicht streamen, sondern dann würde ich krank im Bett liegen oder würde mich darum kümmern, warum es mir nicht gut geht. Wie mein Tag war, ja, ich habe endlich mal einen freien Tag, der heute Feiertag ist, also schön lange ausgeschlafen und dann mich um meinen eigenen Scheiß gekümmert. Nein, ja, ich habe auch ein Privatleben und einen Haushalt und sowas und, ne, der braucht auch ein bisschen Pflege. Und ich habe Kingdom Come aufgenommen mal wieder ein bisschen, ich hänge da ein bisschen nach, also ich habe ja quasi, ich war etwas säumelig. Ich habe halt wenig Kingdom Come aufgenommen, weil ich keine Zeit hatte. Ich musste halt viel arbeiten letzte Woche und so Kram und so. Und deswegen bin ich nicht mit Kingdom Come hinterhergekommen. Jetzt habe ich endlich mal wieder Kingdom Come aufgenommen. Und das ist halt, Kingdom Come ist halt zum Aufnehmen immer so. Also, versteh mich nicht falsch. Ich liebe Kingdom Come. Das ist so ein tolles Spiel. Und das Spiel ist so toll. Aber manchmal passieren da halt so Sachen, dass halt ein Speicherpunkt falsch gesetzt wurde oder irgendwie sowas. Oder, stellt euch vor, ihr wollt in Kingdom Come, also bei mir war es jetzt zum Beispiel heute wegen der Frisur. Man kann neuerdings in Kingdom Come Frisuren wechseln. Und, ich spiele und spiele und mache und denke mir, geil, ich versuche dieses neue Feature. Bis zu den Frisuren-Dings und dann hängt sich das Spiel auf. Und ich habe natürlich die letzte halbe Stunde irgendwie nicht richtig gespeichert. Muss halt alles nochmal machen und so. Ist halt so. Macht trotzdem viel Spaß. Hat ein ganz tolles Spiel, ne? Macht halt sehr viel Spaß. So. Also. Da bekommt jemand. Was bekommst du? Pferdeschwieg zu Ostern 10.000 Starcoins. Ja, viel Spaß mit den Starcoins. Ich hätte mir lieber irgendwie was Ordentliches gewünscht. Wieso bekommt ihr überhaupt Geschenke zu Ostern? Ich könnte mich da schon wieder voll aufregen. Wieso bekommt man überhaupt Geschenke zu Ostern? Was ist denn? Was ist denn das für ein Grund? Die sollen euch Schokoladeneier oder gekochte Eier geben oder. Keine Ahnung. Aber doch keine Geschenke und erst recht nicht 10.000 Starcoins. Ne? Was ist ein Netzi? Netzi ist, wenn man quasi ein Lockout, ein Kick, wenn es sich aus dem Spiel kickt, dann hast du ein Netzi. Star Stable hat seine eigene Sprache, Tom. Star Stable hat seine eigene Sprache. Da muss man erstmal hinterherkommen, das muss man erstmal verstehen. So. Also. Goodie, dann mal los. Ja, also wenn ihr das, Leute, wenn ich mal was sagen darf, guckt bitte mal Kingdom Come Let's Play. Ich weine jedes Mal, wenn ich meine Aufrufzahlen von Kingdom Come sehe und dann von anderen Leuten, die ein so schlechtes Let's Play abliefern von Kingdom Come, wo ich mir denke, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Und dann gucke ich meins an und gucke die Aufrufe an und denke mir, was ist denn mit den Leuten, denke ich mir. Also, wollen die denn keine guten Videos sehen oder was? Wollen die keine lustigen Videos sehen oder wo ein bisschen. Ich spiele das ja auch nicht nur lustig, sondern ja auch gut. Aber irgendwie interessiert es keine Sau. Guckt es mal. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, guckt Kingdom Come. So. Gut. So machen wir das. Hey Bonnie, grüß dich. Meine Lieblings-Let's-Plays von dir sind die von Brigitte und Tina. Ja, geil. Also Bibi und Tina sind so legendär einfach, die Let's Plays. Mann, ey. Ja, Brigitte ist halt einfach nur. Ah. So. Schau mal, Brigitte ist halt echt. Die baut nur Scheiße immer. Und Tina darf es jedes Mal ausbaden. Und dann irgendwie der. Und dann zaubert sie schnell nochmal alles so ein bisschen hin, sagt sie, ja, ach. Na gut, dann zaubern wir doch nochmal kurz. Erst heißt immer, nee, Bibi, du darfst nicht zaubern. Aber dann müsste dann doch irgendwie nochmal schnell retten, weil sonst die ganze Welt untergehen würde. Ah ja, ja, dass die noch keinen Schulverweis bekommen, die zaubert sich bestimmt immer bessere Noten. Ne?
Also. Agi, ich habe keine Ahnung, welcher Server was ist, aber es klingt nach Server 7, ja? BlackBerry Galaxy. Wir sind auf Kiwi Galaxy. Und das ist Server 8. Also könnte BlackBerry Galaxy schon Server 7 sein oder 9 oder so. Ja, Larissa guckt es immer. Larissa hat auch ganz brav das einzige Kommentar unter die heutige Folge geschrieben. Vielen Dank, Larissa. Weil es war so lustig mit dem Haare, Frisuren ändern, Mann. Es war echt lustig. Larissa ist immer super. Larissa kommentiert jedes Mal. Das ist echt richtig, richtig süß. Vielen Dank. Man muss auch mal dann Danke sagen können, wenn man weiß, man hat Leute, die es gucken, das wirklich immer und gucken das mit Liebe und Spaß. Also vielen Dank für die, die immer Kingdom Come gucken. Und natürlich auch meine ganzen anderen Let's Plays, ne? Das Beste, was ich jetzt zu Ostern bekomme, wenn ein Buch sagt, Kate. Hä, ist doch geil, ein Buch, ist doch super. So. Ja, Dani guckt auch immer und schreibt auch immer Kommentare. Ich liebe das ja, wenn ihr Kommentare schreibt, das glaubt ihr gar nicht. Ich finde Kommentare total toll. Ist wirklich so, ich lese mir so gerne eure Kommentare durch, wenn sie sinnvoll sind, okay? Sowas wie Hi Packy, sowas wie Erster, sowas wie Zweiter, sowas wie Dritter. Sowas wie, wann kommt Star Stable? Ja. Welcher Server ist das? Wie heißt das Spiel? Kritisch. Kritisch. Also mit einem sinnvollen, geistreichen Kommentar. Auch zur Folge darf auch ruhig kritisch sein. Also Hauptsache, es hat irgendeinen Sinn. Da macht ihr mich wirklich sehr, sehr froh. Finde ich toll sowas, dass ihr euch da so beteiligt. Auch gerne Hilfen oder Tipps. Auch gerne einfach Feedback zur Folge, dass man sagen kann, hey, Peggy, das war eine schöne Folge, mir hat das und das gut gefallen. Oder hey, Peggy, die Folge heute war ein bisschen lame, mir hat das und das nicht so gut gefallen. Das Feedback, mit dem kann ich was anfangen. Von Lena, ne Loots. Mehr Loots, schreibt sie. Ja, dankeschön, Lena, für die Loots-Nachricht. Das ist toll. So. Die Zahl unter dem Namen zeigt die Servernummer. Die Zahl unter dem Namen, die zeigt das Level des Pferdes, wenn du das im Spiel meinst. Oder meinst du, wenn du dich einloggst? Ich habe keine Ahnung, Agi. Aber ich denke mal, ja. Die Community wird dir schon helfen. Ja. Oh oh. Aber vor allem like ich deine Kommis, sagt Dani. Ja, ich like eure Kommis auch immer, wenn sie mir gefallen. Neuerdings kriegt ihr das ja mit, ne? Da steht ja da, jemand hat deinen Kommentar gefallen, bla bla. Da seht ihr dann immer. Also ich like schon eure Kommentare, ne? Das wisst ihr ja gar nicht, ne? Das mache ich. Ich gucke dann immer meine Kommentarliste durch. Das Dumme ist halt, mir werden halt auch nicht immer alle Kommentare angezeigt. Aber zum Beispiel unter ein Star Stable Video gehe ich jetzt eher im Nachhinein selten, um die Kommentare zu checken. Aber unter einem Kingdom Come Video kontrolliere ich zum Beispiel jedes Mal die Kommentare. Oder ich würde auch Kommentare lesen unter einem Rimworld Stream, aber da schreibt keine Sau Kommentare. Aber wobei, das bietet sich auch meistens nicht so an bei Rimworld, ne? Salzi muss noch was Wichtiges machen. Aha, was Wichtiges also. Wichtiger als mein Stream. Ich bin verletzt. So. Ja, 10 Minuten haben wir noch. Ne, 15. Komm, wir machen noch schnell das Baroness-Rennen, dann geben wir das ab und dann reiten wir. Nein, wir fliegen. Wir fliegen, meine Lieben, wir fliegen. So. Hast du hier Haustiere in SSO? Ich glaube, ich habe zwei. Den Fuchs und dieses Einhorn-Plüschtier-Dings. Das war's. Mehr habe ich nicht. Denke ich. Ich würde, also. Nein. Alles, was man irgendwie gratis bekommt, ich würde mir, glaube ich, niemals eins kaufen, ne? Ich darf mir kein Star Stable kaufen, sagt Tatjana. Das ist okay, Tatjana. Kauf dir was Ordentliches, ne? Sehr wichtig, schreibt Emma. Why kann ich den Clubchat lesen, auch wenn ich. Woher soll ich das wissen, Emma? Ich habe das nicht gemacht, das Spiel, ja? Keine Ahnung. So. Hallo, Lena. Peggy, wie lange geht der Livestream schon? 9:15, also 21:15. Seit da geht der Livestream. Lol, Peggy hat Katzenohren auf. Lol. Lol, der Peggy hat leuchtende Katzenohren auf. Krass, ne? Hast du heute schon im Postkasten geschaut? Ja, aber war nichts drin. Vorhin war ich unten, als ich den Müll rausgetan habe.
Aber vielleicht liegt das daran, dass heute Feiertag ist. Da arbeitet die Post ja nicht. Oh Mann, ey. Larissa schreibt, ich mache Wichtiges und schaue den Stream. Ja, siehste, Larissa kann Wichtiges machen und nebenbei den Stream gucken. Das nenne ich Support, ja. So. Oh oh. Oh oh, bin ich hängen geblieben. Oh, Vollgas jetzt. Komm schon. Vollgas. Rico, ich habe vorhin extra gesagt, ihr sollt bitte reingucken. Ich stream heute noch auf jeden Fall. Ich habe es vorhin in Scribble habe ich das ganz, ganz oft gesagt, dass ich heute auf jeden Fall noch Starstable stream und ihr bitte dazukommen sollt, weil vielleicht in der Benachrichtigung nicht funktioniert. Habe ich extra gelesen. So, im Sagchat wurde mir geschrieben von Amelie irgendwas, dass sie in den Club will. Wo denn? Da steht aber nichts. Tut mir leid, da steht keine Einladung für den Club. Kann ich in den Club gehen? Da, Jenny Shipsong war vorher. Die habe ich eingeladen. Ansonsten war da nichts mehr. Na? Da war leider nichts mehr. Wie heißt dein Pferd? Mistfall. So. Hä? Von der App kam nichts? Die App habe ich auch gemacht. Hm, strange. Die App habe ich auch rausgehauen. So, gut, dann kommen wir fahren mal zurück. Kommt noch ein Loot von Emma. Please, can I say, welchen Club hat? Achso, dasselbe. Emma, ich kann es dir auch nicht sagen. Tut mir sehr leid. Jetzt hänge ich da fest. Ab nach Fire Groove. Da wird immer gefeiert, deswegen heißt es Fire Groove. Und los. Fire Groove Village. Okay, ich schreibe, was er gesagt hat. Mach's gleich beim Championat. Dann geht das auf jeden Fall, ne? Ich habe geguckt, da stand, dass du off bist. Oh, Rico. Das ist natürlich bitter. Ach, guck mal, wir können auch mal schnell in die Postkasten gucken. Was war das? Also, oh, hat sich einfach geschlossen. Was ist mit Star Stable los, hä? Ja. Oh, eine Belohnung. Auf welchem Server gehst du heute? Ui. Corinne Catbot schreibt, hi, hi, Corinne. Dina Schotlau schreibt, du bist der Beste, ich sehe dich nicht. Ah, danke schön. Und dann schreibt sie, hihi, haha. Okay. Camelia schreibt, hey Pecky, ich wollte dir sagen, dass ich dich voll mag als YouTuber. Und ich finde es voll cool, dass du auf diesen Server gekommen bist. Denn ich hatte die Chance, dich zu sehen und in der Kamera zu sein. Viele liebe Grüße, Cammy. Ah, das ist aber süß. Dankeschön, Cammy. Das ist ja sehr lieb von dir. Emmy schreibt, also Pecky, mit dem Serverwechsel hast du mir echt ein riesengroßes Lächeln ins Gesicht gezaubert. Du bist nicht nur der coolste, sondern der liebste YouTuber der Welt. Wir sind nicht der größte YouTube-Kanal, aber dafür der allerflauschigste. Also, tschüss und immer schön flauschig bleiben. Emmy, besser hätte ich nicht sagen können. Es ist genau so. Wir sind nicht der größte, aber wir sind auf jeden Fall der liebste und der flauschigste Kanal mit der besten Community in the whole world. Egal, ob auf Twitch oder auf YouTube. Ne? So, Dankeschön, Emmy. Richtig schön geschrieben. So. Agi muss schlafen gehen, raus schlafen gehen und so. Ja, dann viel Spaß und gute Nacht. Kommst du bitte nach Moorland, weil ich auf dich warte und ich bin alleine gruselig. Und ich bin alleine gruselig. Lana Greykoppler ist also alleine gruselig. Darf ich dein Freund sein? Ja, natürlich. Du kannst gerne versuchen einzuladen, Lana. Ich kann nicht auf einen Server rein. Ich will es da selber binden, aber kommen hin. Wo kann Kinn Binde? Komm zum Server Cloudy Rock. Lana Greykoppler, wenn ich nerve, sag es. Nein, du nervst auf jeden Fall nicht. Cloudy Rock ist 5, ne? Nee, Cloudy Rock ist 3? 4? 3? 5. Ja, also auf 5 kommen wir auf jeden Fall. Also ich komme so oder so auf alle Server. Wir kommen auf 5, auf 7, auf 8, auf 9, ne? Auf alles. Auf 8 sind wir jetzt, auf 9, auf 7, 6, 5, 4, 8, 11, 12, 12. Ich komme auf alle Server. Yo. Safe, also auf jeden Fall. So, wer will und noch nicht hat, kann jetzt nochmal ein Foto machen, wer Bock hat, weil ich gestern gefragt wurde, Herr Pecky, machst du auch so ein Foto? Und wir können auch mal fragen, ob hier noch jemand Bock auf Stream hat. Hey, wir machen gerade Stream auf YouTube bei der Pecky. Ihr könnt
gern dazukommen. So, schon ein bisschen hier Werbung gemacht. Eine Information rausgehauen für die Leute, ne? Siodala. Mal gucken, wie lang wir denn heute streamen. Jetzt sind wir erst bei 40 Minuten quasi. Mal schauen, ob wir uns dann nachher nochmal sehen werden. Gucken wir mal. Das muss ich mal gerade hier entfernen. Ich guck mal gerade noch was nach. Check. Okay. Oh, da steht immer noch Scribble. Was ist denn wieder mit YouTube hier los? Guck mal. YouTube schreibt, dass ich immer noch Scribble streame. Das ist ja voll die Verarsche. Das ist ja richtig, richtig gemein von YouTube sowas, ne? Ich habe einen Lutz gehört. Geilo. Ich kann schon mal für morgen was spoilern, meine lieben Leute. Morgen gibt's auf jeden Fall auch Star Stable. Und auf jeden Fall hätte ich gerne morgen den Landwirtschaftssimulator gestreamt. Lutz Nummer 100 von Fuchs. Dankeschön, Fuchs. Mitgezählt, das ist ja geil. Das heißt, 40 Cent. Nein, 4. Nee, 4 Euro? Nee. 4 Euro? Nee, warte einen Moment. Wenn das jetzt die Lutz. Ah, das war doch nicht Lutz 100, oder? Das war. Nee, warte mal. Bei 100 Lutz. Bin ich jetzt schlecht in Mathe oder was? Ich sieh's aus mit den Katzenohren. Und dann müssen wir doch, warte mal, 0,04. Und dann mal 100. So. Es sind 4 Euro tatsächlich, ja? Es sind 400 Cent. Zeig ich doch. Habe ich doch richtig gerechnet. Ich dachte mir so, hä? Wow. Kann nicht sein. Dann hat, guck mal, Leute, dann hat durch Loot schreiben Fuchs mir jetzt 4 Euro gespendet, nur durch Loots. Und keinen Cent dafür ausgegeben. Das heißt also, Fuchs hat das nichts gekostet. Und er hat mir über die ganze Zeit schon 4 Euro gespendet. Als Trinkgeld. Ist das nicht geil? Das ist doch Loots total toll, oder? Hallo Vio. Das ist doch Loots, ist doch super. Ihr gebt keinen Cent aus, aber könnt mich trotzdem unterstützen, ne? Hammermäßig. Lux. Lux. Fuchs, danke. Richtig coole Aktion. Wirklich. Richtig nice. So, ich stelle mich mal hier so hin. Und. Ja, wie heißt der Packy auf SSO? Schreibt Clara Dragonlock. Ich bin der Packy. So. 4 Euro sind 8 D-Mark. Ja, fast. So, ja, aber stimmt natürlich. Ich muss mir nochmal mit einem Getränk. Achso, da ist noch ein Rest drin hier. Ich habe meinen Saft extra jetzt aus dem Kühlschrank geholt. Ich brauche gleich noch ein bisschen Wasser. Das hier dahin. So. Der ist mir nämlich ein bisschen zu stark so. Ich möchte den dann so ein bisschen. Mal ein bisschen dünnen. Und dann nehme ich gerne ein bisschen Mineralwasser. Kommst du noch zur Disco? Ich wüsste jetzt nicht. Vielleicht am Schluss. Ich habe keine Ahnung. Kommt jetzt darauf an, wie lange wir jetzt gleich machen. Müssen wir mal schauen. Dankeschön, Tatjana. Das ist voll süß von dir. Saft. Jenny Coco geht's gut, glaube ich. Also ich hoffe, ich kann ja nicht mit dir reden, aber ich hoffe, geht's gut. Ich denke schon. Also sie macht auf jeden Fall einen gesunden, glücklichen Eindruck, ne? So. Auf so, 5, sie ist fährt. Falls du den Globus ist, es wird mich verschoben. Ah, Video ist so süß. Peggy, lad mich bitte in den Club ein. Nadine Faststone, aha. Wieso denn normal? Nochmal. Seid ihr wieder rausgegangen? Was ist denn das hier immer? Ah ja, ja, immer diese Club-Dings. Spielst du kein Haus mehr? Nee. Lea weiß auch warum. Weil sie meinen Account deaktiviert haben, die Schweine. Ich hatte so einen tollen Account. Und der wurde mir dann deaktiviert. Und ich habe so einen Hass gekriegt. Ich habe da tatsächlich auch eine Beschwerdemail hingeschrieben. Und das Horse-Team hat nur gesagt, ja, es ist halt so. Wer so lange inaktiv ist, dann wird das halt gelöscht. Das sind die AGBs und fertig. Ja, finde ich total schrecklich. Das war total toll und ich habe da viele Geschenke von den Leuten bekommen. Vielleicht mache ich ja nochmal eine kleine Aktion Halls aus Spaß im Stream oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht. Müssen wir mal gucken. Ja, die Welt steht einem ja quasi offen auf YouTube. So. Wir können ja alle spielen, was wir wollen. Also von dem her
Lynkox ist raus, weil ich von S205 schwimmen würde. Ja, was? Warst du nicht gestern noch auf Server 8? Hm? Echt? Ja, du hattest einen richtig tollen Account, aber Horst ist richtig doof geworden. Ja, Lea, finde ich auch. Ich fand's richtig assi. Ich hatte einen richtig tollen Hof. Es hat richtig viel Spaß gemacht, das aufzubauen mit euch. Ja, und dann... Na, ging's halt eine Zeit lang nicht mehr. Und dann macht man irgendwie 2-3 Wochen. Das wäre schon, wenn man einen Monat nicht spielt oder sowas, dann löschen die alles. Nee, ich habe vor dem Deaktivieren keine Warnung bekommen. Das ist tatsächlich einfach bei denen so AGB, das steht da so drin, dass wenn du so und so lange inaktiv bist, dass die sich dann das Recht herausnehmen, den Account zu löschen. Und ja, so war das. Du kriegst, glaube ich, nur eine Warnung in dem System per Nachricht und nicht als E-Mail oder sowas. Ja. Wie bekommst du dein Geld, wenn es über YouTube geht? Wie meinst du das jetzt? Meinst du jetzt als Taschengeld von den Leuten, als Trinkgeld? Oder meinst du so die generellen Einnahmen über YouTube für Videos oder sowas? Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Oder Loot ist ja auch nochmal so Sachen. Da hat ja YouTube nichts damit zu tun. No. So. Okay, Mia sagt, ich werde Platz 6. Bin ja gespannt. Deine Loots kamen irgendwie nicht an, Matrix. Du, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Manchmal dauern die Loots halt einfach mal richtig lang, ne? So. Tatjana, ich weiß nicht, wie lange das Stream noch geht, solange wir Lust haben. Mal gucken. Ich habe mir jetzt da keine großartige Gedanken dazu gemacht. Muss noch mal schauen. Vielleicht teile ich den Stream auch auf und mehrere Teile oder so. So, Rico schreibt, also ich meine, bei den Livestreams kann man dir Geld geben. Wie bekommst du das dann? Also. Das mit den Trinkgeldern ist so. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal über Loots natürlich, da musst du gar nichts dafür bezahlen. Da bekomme ich das von Loots einfach durch die Werbung, die in der Nachricht, also vor der Nachricht angezeigt wird. Das andere sind dann so Trinkgelder über Donations von Tippy. Das geht über den Link unten in der Videobeschreibung. Da ist es dann so, du gibst halt die Summe ein, die du mir übermitteln willst, von deiner Paysafe-Card oder über PayPal oder sonst irgendwas. Und dann bekomme ich das. Dann kommt hier während des Streams so eine Einblendung, bla bla, hier zum Beispiel Rico hat 3,32 Euro gespendet. Und dann steht da neben der Text, den du dazu eingegeben hast, der wird dann vorgelesen von so einer Computerstimme, ist immer ziemlich lustig. Und das Geld sammelt sich dann da und das kriege ich dann halt direkt überwiesen. Also das landet dann auf meinem PayPal-Konto sozusagen. Beziehungsweise kriege ich dann halt fest so eine Gutschrift dafür. Also das ist quasi, und ich glaube an Tippy geht davon, also das kriegt nicht alles ich, davon geht aber ein ganz kleiner Centbetrag geht dann da an eben dieses Tippy-Stream, die das dann dafür diese Overlays machen, wo man quasi den Code von der Paysafe-Card oder was auch immer eingibt. Die kriegen halt dann auch ein paar Cent irgendwie sowas davon ab. Also ich glaube, wenn man jetzt einen Euro spendet, da sind es glaube ich 10% oder sowas, kriegen die oder so. Also bei einem Euro kriegen die halt dann 10 Cent oder sowas davon. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber das ist glaube ich so ungefähr der Anteil, den die da bekommen, ne? Warum reitet ihr bei Spiel beim Gewitter? Ist doch voll gefährlich. Ja, das ist halt so. In Star Stable ist das völlig egal. Wir müssen auf jeden Fall das Championat machen, ne? Ja. Das ist ja mal voll cool, sagt Ritu. Ja, ich find's auch voll cool. Ist auf jeden Fall sehr schön. Ist auch eine Möglichkeit für Leute, um einfach, keine Ahnung, so ein bisschen einen zu unterstützen oder zu sagen, hey, finde ich gut, was du machst, dankeschön. Hier, ich habe noch eine Rest-Paysafe-Karte oder sowas. Mach dir davon, weiß nicht, Coco-Money oder bezahl davon Tierarztkosten oder ich weiß auch nicht. Ne? Die Leute, keine Ahnung. Ja? Da wird jeder seine eigene Intention haben. Jeder kann ja auch gerne dann immer reinschreiben, so was er sich wünscht. Packe hier, ich gebe dir ein 10er Trinkgeld. Ich will, dass du davon unbedingt neues Spiel kaufst oder was, oder ein Essen gehst oder ich weiß es ja nicht, ne?
Coin Plan, ne? So. Also, eine Crystal Blueberry Eagle lädt mich in die Gruppe ein, den nehme ich natürlich sehr gerne an. Mein Pferd hat heute einen Knall, ist das so, Chiara? Das Pferd hat einen Knall. Ja, voll das Knallpferd. So, lala. Tatjana geht ins Bett. Gute Nacht. Schlaf schön, Tatjana. Wo ist denn meine Maus hin? Ah, da ist sie ja wieder. Ich sag schon gerade, irgendwas ist da passiert. Sind heute wieder wiedergekommen. Diesmal war es wenigstens nicht ganz so knapp. Die Bautzener Teams waren nicht ganz so gut. Okay, also habt ihr deutlich gewonnen, Hayden. Sehr geil. Das freut mich natürlich sehr. Okay, hallo Laulau, grüß dich. Wir machen jetzt die Viergriff-Rennen noch. Ja. Oh, Emily Dreamkeep. Okay. Und los geht's. Hallo, bist du derjenige, der hier gerne bei den Viergriff-Rennen fehlt? Ja, das bin ich. Ich bin's. Der Peggy. Mandy scheitert da verdammt nochmal. Voll geht's. Hallo, Fantastic Daily World. Servus. Pass auf, ich mache jetzt die Viergriff-Rennen, ohne dass ich einziges Mal fail. Ich werde nicht in den Chat gucken. Ich werde mich auf das Rennen konzentrieren. Und ich werde es fehlerfrei, ohne großartig hängen zu bleiben und nochmal machen zu müssen, gewinnen. Also, was heißt gewinnen? Ich werde es schaffen. Denn ich konzentriere mich diesmal auf das Rennen. Was ist denn das? Soll ich mir einmal konzentrieren und dann mache ich hier genau denselben Mist? Irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Aber jetzt. Concentration. Concentration. Concentration now begins. Habt ihr das auch immer gemacht? Das im Englischunterricht oder so? Oder so? Das war, glaube ich, um so für so Fitness in der Klasse, so ein bisschen Bewegung, oder? Irgendwie sowas. So Konzentrationsförderung oder so ein Kram. Ah. Habt ihr das gemacht teilweise, so Entspannungs-, Bewegungstherapie, so im Unterricht? Wir hatten da eine Zeit lang in der Schule das so. Dann sind sie darauf gekommen, ja, dass das Sitzen ja ungesund ist und so für die Schüler, weil die ja da so lange den ganzen Tag immer sitzen. Das ist meine Mama, ist Lehrerin, ne? Und die sagt dann auch mal so, boah, ja, ich hatte am Montag gleich wieder 6 Stunden und sowas. Ja, das ist ja voll furchtbar. Das dauert ja ewig den ganzen Tag. Und dann sage ich so, das sind nicht mal 6 richtige Stunden, sondern nur 6 mal 45 Minuten. Ja. Und dann sie so, ja, aber das ist trotzdem lang und so. Und dann sage ich so, ja, und ich habe heute 8,5 Stunden gearbeitet. Und nicht 8,5 mal 45 Minuten, sondern richtig 8,5 Stunden. Und dann bin ich noch nach Hause gefahren. Aber meine Mama dann so, ja, Pech halt. Ja, ich ärgere sie manchmal so ein bisschen damit, ne? Das ist schon okay. Meine Mama ist sehr lieb. Ja. Chuck. In der 4. Klasse haben wir das immer gemacht. Aha, in der 4. Klasse also. Ja, ich glaube, das war bei uns auch so in den Dreh, dass wir dann immer aufstehen, ne? So, jetzt stehen wir mal alle auf und dann schütteln wir uns alle mal. Und dann laufen wir alle mal im Kreis und so. Aber es ist immer ausgeartet. Es wurde immer jemand geschubst oder sowas, ja. Und dann so, und jetzt rudern wir mal ein bisschen mit den Armen. Und jetzt lassen wir ein bisschen den Kopf kreisen. Ne? Und so weiter. So war das. Ich arbeite als Außendiensttechniker für ein deutsches Telekommunikationsunternehmen. Dort mache ich, ja, ich arbeite halt als Techniker und repariere Kundenanschlüsse und Kabel in der Netzstruktur und generell einfach alles. Ich richte alles bei Kunden draußen, ich richte alles im Kabelnetz, unter der Erde, über der Erde, in Kästen drin. In unserer Technik. Einfach alles. Ne, und macht da Internet und Telefon wieder heile und lauter so ein Kram. No. So. Okay. Free Gas. Uah. Guck mal, was, jetzt mach ich schon wieder einen Fehler und hab schon wieder in den Chat geguckt, ne? Böse Peggy. Ganz, ganz böse. Ich wollte mich doch aufs Racing konzentrieren. Gerade bei den 4-Groove-Rennen, das ist nicht mal so eben hier 0815. Da kann man schon mal ordentlich failen, ja, und zwar richtig. So.
Unglaublich. Ich versuche das immer möglichst knapp zu reiten oder so, aber ich verpasse es dann immer. Das ist echt furchtbar. So. Ganz wundertastisch. Schaffen wir das schon hier. Ich bräuchte solche... Boah, das wäre geil, wenn ich die in den Ohren die, das so koppeln könnte an die Musik und dann wird das so im Rhythmus immer wird das dann hier so, so hoch und runter gehen, ne? Das wäre richtig geil. So. Spring. Spring! Ja. So. Voll der krasse Lady Gaga Remix gerade, ne? Mega geil. Dann würde ich mich schon wieder auf Musikstream freuen hier. Yeah. So, Vollgas. So. In Technik bin ich Deko. Okay, ist klar. So. Peggy, kannst du mal ins Wolkendorf? Ja, wir gehen gleich ins Wolkendorf. Ich brauche noch meine Bonus-XP. Nach den Rennen hier gehen wir ins Wolkendorf. Aber sowas von. Wo ist eigentlich mein ganzer Stream? Wo sind denn die Leute hin? Seid ihr noch da? Meine Begleitung, seid ihr alle nach Hause gegangen? Was ist denn hier auf Server 8? Oh nein. So, finde ich mega nice, Sherp Crystal, dass du Gruppenanfragen annimmst. Ich bin Jadeen, mit der du in der Gruppe bist. Ja, natürlich nehme ich die Gruppenanfragen an, Crystal. Also Jadeen, ne? Natürlich, warum denn auch nicht? Ihr seid doch hier Zuschauer. Ihr seid doch Teil des Ganzen hier. Warum soll ich euch denn da nicht mit einbeziehen? Das ist doch das, was ich will. Deswegen mache ich das doch. Leute, wisst ihr das denn nicht, ne? Ich mache das doch wegen euch. Peggy, mach mal Rave-Mucke. Nee, ich mache jetzt nicht geile Rave-Mucke. Vielleicht nachher. Vielleicht gehen wir nachher noch in die Disco und raven noch ein bisschen ab, okay? Raven. So. Okay. Kann ich gleich in den Club? Natürlich kannst du gleich in meinen Club. Was ist denn neuerdings mit diesem? Habt ihr das auch? Dieses komische Stehenbleiben, wenn ihr so eine Kante runterreitet? Das habe ich ja ständig. Egal, wo diese Kante ist. Hallo Lara Schmidt. Ja. Ich lese gleich den Chat, Leute. Okay, wenn wir fertig sind, dann gehen wir ins Wolkendorf und dann lese ich den Chat auf währenddessen. Aber erstmal das Rennen fertig machen. Und danach. After that we're talking, you know? Keine kleine Club, ja, ja, habe ich gerade schon gelesen. Oh, warte mal. So, jetzt kommt voll das tolle Lady Gaga-Lied. Ja, sage ich ja. Mega, oder? Wir haben das auch immer gemacht. Danach war niemand mehr aufmerksam. Ja, ne? Ist so. War bei uns auch so. Wir waren dann auch alle mega unruhig und dann haben voll rumgespackt und sowas. Und das war furchtbar. Da war man gerade sich am Konzentrieren und war dann einigermaßen ruhig und dann steht man wieder auf und zappelt durch die Gegend. Ich kann mir nicht vorstellen. Sicherlich ist es so für die... Dann wacht man auf und schläft nicht ein, aber man ist halt auch wieder wach und macht Unfug. Das ist halt die Kehrseite, ne? So, Minka. Ready. Sehr schön. Fehlgriff ist mir jetzt wohlgesonnen. Hey Mandy, Lust auf ein Rennen? Ja, schon Lust auf ein Rennen. Sind alle da? Müssen wir noch auf irgendjemanden warten? Seid ihr alle da? Seid ihr alle da? Seid ihr alle da? Lara hat ein Abo da gelassen. Dankeschön, Lara Lara Croft. Lara Lara Croft. Ja, geil. Vielen Dank. Lexi weiß jetzt, wie ich aussehe. Ja, das ist kein Geheimnis, glaube ich. Mittlerweile machen wir so viel mit Facecam. So. Ah, Vio, das ist aber sehr süß. Die macht Telepathie mit Reiten. Tachchen, Sina. Ich gehe morgen nach HDH. HDH. Was ist HDH? Sina, ja, ich denke, ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt zu kommen. Ich denke mal schon. Heidenheim, oder was? Was macht man denn in HDH? HDH.
So, ja, ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt. Wie lange machen wir denn noch? Keine Ahnung. Was haben wir denn jetzt? Gleich eine Stunde. Es kommt ja kein Championat mehr, oder? Oder kam noch eins? Nee, ich glaube, es kommt nicht mehr. Lass mich mal gucken. Nee, das war das letzte Championat. Also ich glaube, so super lang machen wir jetzt auch nicht mehr, da jetzt wegen der Benachrichtigung halt leider auch nicht so viele Bescheid bekommen haben. Gucken wir mal, ja. Das war aber jetzt schon spontan. Du kannst natürlich gern spontan noch ein bisschen mitreiten. Wir gehen jetzt erstmal ins Wolkendorf, da wollte ich noch schnell hin. Und danach, ja, was können wir, wo können wir noch hingehen? Wie wär's mit in die Pferdedings da? Ins Reitercamp. Ihr wisst schon. Da bei der Baroness, bei diesem, ne? Der Baroness Pferdedings da. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Erst Sina und Jasmin hat morgen Birthday. Also Sina hat morgen B-Day, oder was? Ja, Fußball schauen bei der ersten FC Heidenheim. Ach so, Fußball schauen in Heidenheim. Wow, was ist das? Regionalliga oder was? Zweite Liga oder wie? Vorträglich gratuliert man nicht, Kelly. Zurückziehen. Das macht man nicht. Vorträglich wird nicht gratuliert. Das bringt Unglück. Na. Ciao, Lena. Bis zum nächsten Mal. Ich finde es voll schade, dass sich die Urpferde im Wolkendorf nicht verwandelt. Ach, tun sie nicht? Ich weiß nicht, ich habe dieses große, hässliche Kack-Urpferd nicht. Ja, voll schade. Ah, zweite Liga ist Heidenheim. Ja, das ist wenigstens noch Fußball mit Herz, ne? Ich gehe auch mal ins 60er-Stadion, wenn ich weinen will. Nein, ich gehe da natürlich nicht hin. Oh Gott, eine Lutz. Wobei ich ja damals, ich war voll der 60er-Fan, ne? Also der TSV 1860 München. Der älteste Verein Münchens. Und auch eine Zeit lang mit Bayern sehr erfolgreich in der ersten Bundesliga, aber seit jetzt irgendwie einem knappen Jahrzehnt. Aber wir haben ja genug bayerische Vereine in der ersten Bundesliga. Und noch eine Loot. Dankeschön, Fuchs. So. Ah, da, guck mal her. Der Tom wohnt in Heilbronn. Ah, ja, nicer. Oder war ich auch schon länger nicht mehr in Heilbronn? Goodie. Achso, ich reite hier vorbei, ich Trottel. Da hinten müssen wir hoch. Sorry, wir müssen da hinten hoch. Ja, Sina, komm mal rum. Wir gehen mal jetzt ins Wolkendorf und danach gehen wir mal zur Baronese. Mayonnaise, Baronese. Ja. Ansonsten, da die YouTube-Benachrichtigung heute nicht mehr so gut funktioniert, werde ich wahrscheinlich dann die Restzeit heute für Aufnahmen benutzen. Ich habe dann nämlich noch ein bisschen was vor für die nächsten Tage. Und wir machen jetzt auf jeden Fall mit das Rennen. Und ich guck mal, wie viel Bonus-XP ich bekomme. Nee, ich möchte kein Gruppenrennen machen, brauchst mich gar nicht einladen. Ich will hier meine XP bekommen für meine krassen Hufeisen. Da stehen sie in den Wolken, ne? High in the sky, like unicorns fly. Du musst mir das, Melanie, Chromik. Du musst mir das im Sarg-Chat. Ich weiß ja sonst nicht, wer du bist in Star Stable, verstehst du? Das ist ganz wichtig. Ich kann es ja nicht wissen, wer du in Star Stable bist, wenn ich nicht weiß, wie du da heißt. Da musst du mir das im Spiel sagen, okay? Im Spiel. Im Sarg-Chat, okay? Das wäre wirklich cool. Mein Pferden gewinnt. Dein Verein. Achso, okay. Boah, wow, Vollgas. Die Musik passt richtig geil zu den Rennen, oder? Gibt's doch nicht. Echt abgestürzter. Ich glaube, da werde ich morgen mal nach dem Landwirtschaft mal vielleicht einen kleinen Musikstream machen. Da habe ich, glaube ich, Bock drauf. Dann machen wir so ein bisschen so Deep House, so was wie jetzt läuft im Hintergrund. So ein bisschen Deep Progressive House Stuff. So
so ein bisschen zum Auschillen in die Nacht hinein. Mal vielleicht so ein bisschen Peggy Radio. Mal gucken. Falls ihr da dabei sein wollt. Das wird dann spät morgens, später abends, so 21, 22 Uhr. Am Samstag. Was macht ihr eigentlich Ostern, meine Lieben? Seid ihr mit eurer Familie unterwegs? Geht ihr dann immer irgendwo hin zum Essen oder besucht ihr die Oma, Opa? Wie macht ihr das? Oder macht ihr überhaupt nichts an Ostern? Hab ich gestern schon mal gefragt, ob ihr noch irgendwie was geschenkt bekommt. So ein, ich kriege von meiner Mama immer die, also wir sind drei Geschwister und wir kriegen eigentlich alle drei so ein Osterkleines, so ein Osterkörbchen normalerweise. Aber meine Mama ist momentan krank, also schätze ich mal, wird das nichts mit dem Osterkörbchen am Wochenende. Die hat sich voll die Grippe eingefangen, die arme Frau. So, muss man mal schauen. Jetzt gucken wir mal. Ich bin doch schon groß, ich kann mir mein Osterkörbchen auch selber kaufen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht, dass man das hat, sondern so um die Geste einfach. Weil sich das halt so gehört, finde ich. Das ist halt immer schön. Oder? So. Am Ostersonntag, gut selbstgemachte Rübli-Torte. Was ist ein Rübli? Das klingt so Schweizerdeutsch. Als wären das Rüben. Ich habe mir letztens ein Tutorial-Video über irgendwas angeschaut. Und ich habe kein Wort verstanden, weil der so Schweizerdeutsch geredet hat. Aber so richtig hardcore. Und ich habe echt nicht verstanden. Das ist unglaublich. Und ich bin Urbayer. Ich verstehe meistens schon viel von den Leuten so, aber Schweizerdeutsch. Vergettet. Nichts von dem verstehe ich, was die sagen. So. Great Friend Rap, guck mal. So, und wer will jetzt hier? Was, wer bist du jetzt? Melanie. Wer bist du denn, Starstyle, Melanie? Sag's mir. Perky, ich geh auf, ich bin mega müde. Gute Nacht. Okay, Kater geht, alles klar. Gute Nacht. Gute Nacht, Kater. Schlaf gut. Das ist sie hier. Komm, wir winken ihr nochmal zum Abschied. Winken. Tschüss, Kater. Schlaf schön. So, Rüblis und Karotten. Ah, okay. Ist aber hier bekannt, aus der Schweiz. Ist aber hier bekannt, okay. Rübli-Torte, also Karottenkuchen. Mmm, lecker. Wir haben ein Familienessen in Ostern. Ich treffe mich noch mit Leuten aus dem Stall. Oh, ist auch voll geil, Larissa. Guck mal, Larissa kommt ja aus der Schweiz, ne? Du kannst aber trotzdem hier dich gut mit uns verständigen. Das finde ich sehr gut. Das ist schön. Larissa hat eh voll das hübsche Pferd, ey. Ist mega süß. So. Tiffy schreibt... Wir haben Ostersonntag im Stall ein kleines Osterrett. Bei gutem Wetter picknicken wir auch noch. Sonst bin ich bei meiner Oma, mein Dad ist auch da. Na, oh, das ist aber schön. Das ist aber schicki schicki. Das freut mich für euch. Alles Gute an deine Mom von mir. Ja, ich werde es ausrichten, sie, ne? Wir machen Ostern im Osterfisch bei meiner Tante, Onkel und meiner Mutter und der Freund von meiner Mutter. Ja, cool. Ich merke so mal, es ist so viele Patchwork-Families, das ist echt richtig krass. Ich gucke gerade deinen Stream, Mandy, immer noch Lust auf ein Rennen. Lucia, wir machen doch die ganze Zeit Rennen. Ja, wir machen doch die ganze Zeit Rennen. Oder willst du dich battlen, hä? Lucia? Ich glaube, Lucia will sich battlen. Okay, ich kann da nicht runterrutschen, ich muss dann normal runtergehen. So ist das halt einfach. So. Ja. Na, kommt. Kommt mit. Guck mal, Crystal ist dabei. Kate ist dabei, ne? Wen haben wir noch? Vero ist hier. Antoinette Skyhome. Das ist Luna Diamond Cloud. Das ist schön, dass ihr zu so einer späten Stunde noch da seid. Da drüben ist natürlich auch Lena, ne? My Software hier. Voll cool. Ich bekomme zu Ostern ein iPhone 6 Plus. Okay. Warum? Hast du denn Ostern Geburtstag? Oder... Ich sehe das, ich verstehe den Grund nicht. Wenn ich ein Kind hätte, würde es zu Ostern einen Satz heiße Ohren bekommen. Spaß. Nein, halt ganz normal Ostereier, Schokoeier, irgendwas verstecken, irgendwie ein bisschen was machen. Ja. Ich bin ohne Pferd bei Bio. Nein, das kann ja nicht sein. Ja, ich kann mich gut schriftlich auf Hochdeutsch verständigen. Wenn ich allerdings sprechen würde, würdet ihr lachen. Ah, oh, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Ich bekomme zu Ostern immer ein Osterkörbchen. Ja, ich auch. Meine Mom zieht es durch. Finde ich voll geil. Finde ich schon echt cool, dass sie das macht. Also, da ist eine Stella Tulip hier. Ist irgendwie sauer. Weiß nicht recht wieso. Hey, cool das mit dem Stream, sagt Lucia. Ja, das finde ich auch cool. So, warte mal. Müssen wir mal gucken hier. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch zur Reitarena. Nee, nicht Reitarena. Weingut. Jetzt endlich. Achso, das ist Lucia hier, die Power Ranger auf Power Ranger of Spirit. Das ist Lucia Pearlwater. Wie das aussieht. Geilo. So. Ja, dann ab zum Weingut, mein Lieben. So, liebe Grüße von meiner Mama an den YouTube-Mann. Ah, Dankeschön, Inni. Viele liebe Grüße an deine Mama. Das ist ja schön. Das freut mich natürlich. So, meine Brille. Der Vorteil an diesen Kopfhörern ist, die sind echt cute irgendwie, aber der Nachteil an den Kopfhörern ist, die machen meine Ohren kaputt. Meine Ohren sind zu groß für diese kleinen Muscheln da. Also es ist ein bisschen zu eng. Man gewöhnt sich da schon dran, aber es ist schon ein bisschen kritisch. Ja. Nein, jetzt habe ich die Gruppe abgelehnt. Oh mein Gott, Luna, es tut mir so leid. Ich muss mich nochmal in die Gruppe einladen. Das habe ich jetzt richtig... Ich habe mich verklickt. Soll ich mir ein Easy kaufen, schreibt Pferdepflick? Weiß ich nicht. Warst du schon mal in der Schweiz? Nein. Tatsächlich war ich das nicht. Komm nochmal in die Gruppe einladen. Ich nehme es nochmal an. Von Antoinette Skyhome. Antoinette, du kannst ja gerne noch andere Leute in die Gruppe einladen. Das wäre natürlich sehr cool von dir. Morgen haben wir frei. Der Verlierer spielt morgen. Wir fahren aber morgen schon los. Nach Dresden. Können dann shoppen gehen oder so. Wenn wir eingecheckt haben. Boah, will man in Dresden shoppen gehen? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Da gibt es auch Geschäfte. Ein paar. Na? Aber passt auf euch auf, ne? Ein gefährliches Pflaster deiner Dresdner Innenstadt. Dresdner Innenstadt. Ja. Okay. Ist das Server 8 voll? Nein, Anja. Das Server 8 ist open. Da kannst du gerne reinkommen und mitridern. Reinkommen und mitridern. Ja, so sieht das aus. Kommen Sie rein und ridern Sie mit. Immer weiter ridern. Ridern und ridern. Jetzt geben wir noch schön Gas. Und Jumpy Jumpy, ich überhole hier mal eben hier Dina Wellpath, die ohne Pferd unterwegs ist. Und da ist auch Ida Airbuster ohne Pferd unterwegs, auch die überhole ich. Sieht sehr aus, wie sie einfach so... Ach nein, wir reiten einfach auf unseren Gesäßen durch die Luft. Wir hatten vorher ein paar Bohnen und jetzt der Auftrieb hält uns die ganze Zeit oben. Danach müssen wir aber wahrscheinlich unsere Hosen wechseln. So. Wegen dem Loch. Ja. Und den Gasen. Stimmt, die Schweiz ist wunderschön, aber teuer. Ja. Ist wie Bayern eigentlich, ne? Wunderschön, aber teuer. Ja. Und hüpf. Wie wir schon wieder ganz viele Pferde verloren haben. Ja, ist unglaublich, oder? Was ist denn mit SAS los? Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Meint ihr vielleicht, dass die Server... Moment. Meint ihr vielleicht, dass die ihre ganze Technik quasi in Server 1 gepumpt haben? Und dann ist Server 2 so lala, aber halt dicht, damit der läuft stabil. Server 3 genau dasselbe. Und alle Server darunter, deswegen gibt es so viele, weil die alle technisch so schlecht sind. Und deswegen spacken die alle so rum, wenn man da mal ein bisschen zu mehr unterwegs ist. Das kann natürlich sein. Das war wieder mal typisch Star Stable. Eieiei. Immer schön nach dem Minimalprinzip arbeiten. Ja. Streamst du am Sonntag auch SSO? Ja. Ich streame am Sonntag auch SSO. Ich streame tatsächlich jeden Tag SSO. Bis ich keine Lust mehr habe. Und dann streame ich halt nicht. Dann streame ich halt dann am nächsten Tag. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich irgendwann mal Alicia Online spielen soll. Und das im Stream so. Aber ich bin noch nicht sicher. Ich kann mich nicht so richtig dazu überwinden, ob ich das machen kann, will, soll, darf, muss, braucht. No. Die nur Nicht-Star-Rider dafür schuldig machen. Was ist mit den Nicht-Star-Ridern? Die sind schuld. Die sind an allem schuld. Die Schweiz ist super. Ja, das mag sein.
Der gemeinste Spruch gegen Frauen ist: Frau am Steuer, das wird teuer. Ich dachte, das heißt Frau am Steuer, ungeheuer. Ich finde, ich kann das ja beides nicht unterschreiben. Also, ich kenne Frauen, die gut Auto fahren. Ich kenne auch Frauen, die schlecht Auto fahren. Aber ich kenne auch Männer, die super schlecht Auto fahren. Also, ich habe auch schon mal was kaputt gefahren und ich halte mich für einen ziemlich guten Autofahrer. Aber das passiert dann einfach, ne? Ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde es echt nicht tragisch. Ich finde es schlimm, wenn Personen verletzt werden dabei, aber das andere sind alles nur Gerätschaften, die mit Geld bezahlbar sind. Und Geld ist Geld. Und ist auch nur was Materielles. Gesundheit ist was ganz anderes, ne? So. Okay. Bei ich geht's ins Bett. Sieht mich mit einem anderen Bild und spielt unbedingt mal Alicia Online. Okay, dann Emma. Schlaf gut. So. Ich finde eher, dass junge Männer gefährliche Autofahrer sind, weil sie oft rasend rumprotzen. Ja, auf jeden Fall. Gerade Jugendliche, aber nicht nur auch jugendliche Frauen. Also, so Mädchen mit, ja, so. Es gibt ja diese, also sowohl Jungen als auch Mädchen, ich nehme jetzt mal beides mit in die Schublade. Diese Autofans, ja. Und das sind sowohl Frauen als auch Männer. Gerade 18, Führerschein gemacht und dann ins Auto und dann immer Vollgas, permanent Vollgas. Schnell das Auto von der Mama oder vom Papa oder sowas, ja. Und dann die ganze Zeit immer nur rasen. Finde ich ganz schlimm, weil die bauen eh einen Unfall, weißt du? Und ich finde es auch super schlimm, wenn die immer mit allen durchkommen. Also ich kenne zum Beispiel eine, die ist damals immer nur rumgerast, weil sie so geil fand. Sie hat gesagt, sie braucht es, ja. Sie muss immer rasen und so. Habe ich gesagt, okay, ich fahre nicht bei dir mit, weil ich sehe, wie unsicher du fährst. Denn die ist richtig unsicher gefahren. Ja, und dann ihre Mutter ist Anwältin, ja. Und deswegen hat sie auch halt so ein krasses Auto. Und dann hat sie tatsächlich einen Unfall gebaut und dann hat ihre Mutter es so hingebracht, ich weiß nicht, wie das geht, dass sie ihren Führerschein nicht verloren hat, trotz Probezeit und allem. Wasser schreibt, einen krassen Lutz für einen krassen YouTuber. Von der Niceigkeit her. Und von der Niceigkeit her. Dankeschön, Wasser. Ja, und die hat tatsächlich irgendwie hingebogen, dass sie den Führerschein nicht abgeben musste und selbst nicht mal irgendwie großartig Strafe zahlen musste. Und das, da dachte ich mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das, solche Leute kommen dann auch noch mit so einem Verhalten durch. Schrecklich. Aber ja, junge Männer, junge Frauen, die sich selber, also die sich über, wie sagt man, überschätzen. So. Ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Ich bin auch gerne gefahren, als ich einen Führerschein gemacht habe, aber ich bin nicht gerast. Ich habe das alles sehr, sehr vorsichtig kennengelernt und ich war immer eigentlich ein sehr ruhiger Fahrer und ein sehr sicherer Fahrer. Und trotzdem hatte ich dann meine Unfälle. Also das passiert dann einfach, ne? So. Mein Bruder rast auch immer, hat er bis jetzt noch immer Glück. Ja, finde ich furchtbar. Finde ich nicht okay. Also ganz besonders, wenn man jemanden mit dabei hat. Das ist nicht cool. Deswegen werde ich nie Auto fahren. Ich würde an deiner Stelle schon Auto fahren lernen. Das ist ganz wichtig, vor allem für die spätere Berufswelt und so weiter. Du brauchst da echt einen Führerschein. Aber, ne? So. Ja. So. Okay. Nee, also. Ich fand Rasen auch richtig scheiße. Das ist nicht okay. Gut. So. Alrighty. Ein goldenes Ei. Ah, ist es bei mir auch da oben auf dem Dach? Hä? Guck mal, hier bei dem Account ist es da oben gar nicht. Ich habe eigentlich mir noch gar nicht das Kleid angeschaut, was ich vorher gelootet habe. Ah, das ist dieses goldene Kleid. So. Okay. Ja, aber ohne Auto keine Verletzung. Hm. Ich weiß nicht, du kannst auch zu Fuß gehen und angefahren werden. Also da, das, würde ich jetzt mich nicht drauf verlassen. Also wirklich. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen schwierig. Du kannst ja auch mit dem Fahrrad fahren und irgendwie
dumm irgendwo gegenfahren oder so. Es geht ja auch gar nicht darum, glaube ich, dass man selber zwingend einen Fehler macht, sondern dass es halt genug andere gibt, die irgendwie einen Fehler machen beim Autofahren oder generell auf der Straße oder so. Das ist schon... ist schon ein Thema, ne? Oh, da habt ihr es gehört. Da ist irgendwas goldene Ei. Ich hab's schon gehört. Okay, Pferdefreak gönnt sich morgen im Stadion eine Wurst. Ja, gönn dir. Ja, sehr schön. Ja, sehr cool. Ich glaube, ich gönne mir morgen Subway. Ja, gönnt euch doch alles. Gönnt euch doch Würste, Subway, gönnt euch Gemüse, was weiß ich was, Salat. Gönnt euch Obst, Erdbeeren. Das erinnert mich daran, dass morgen Samstag ist ja wieder Nicht-Feiertag, wo wir noch Erdbeeren-Nachschub hier holen von Lidl lohnt sich. So. Okay, Vollgas. Ah, Salz ist da. Ah, Lisa, hallo. Warte mal, ich nehme das hier. Ach, das kann ich nicht während des Rennens nehmen. Scheiße, was ist das denn, bitte? Ich kann keine Smileys machen, sagt Kelly. Oh, wieso denn nicht? Das ist ja verrückt. Zu Fuß angefahren werden ist gefährlicher, als im Auto angefahren zu werden. Ja, das ist wohl richtig. Aber zu Fuß mit einem anderen Fußgänger zusammenzustoßen, ist nicht so gefährlich, wie im Auto mit einem anderen Auto zusammenzustoßen. Ha? Ihr Zeuge. Das ist wohl vielleicht auch so. Guck mal, wenn zwei Fußgänger zusammenstoßen, dann fällt einem höchstens seine Latte Macchiato to go aus der Hand. Oder so. Aber viel mehr passiert dann auch nicht. No. So. Okay. Ja, Autofahren ist natürlich so eine Sache für sich. Ja, man muss halt schon ein bisschen aufpassen. Gerade so riskante Überholmanöver. Hey, ich fahre lieber eine halbe Stunde hinter irgendeinem Lastwagen her, als dass ich irgendein scheiß Überholmanöver mache. Ich erlebe das ja auch die andere Seite mit. Ich fahre ja in der Arbeit einen kleinen Transporter. Und also das ist kein richtig, also es ist ein kleiner Wagen. Es ist halt ein Van, ne? Ein Mercedes-Benz Vito. Und da kann man nicht durchgucken, weil der hinten keine Fenster hat, weil ich habe hinten eine Ladefläche. Und das heißt, ich werde auch immer überholt von Leuten. Ich weiß zwar nicht warum, weil mein Auto fährt auch ganz normale Geschwindigkeiten. Also nur weil das ein größeres Auto ist, heißt nicht, dass es langsamer ist. Ja? Und ich werde aber trotzdem überholt, egal wo ich bin. Und da was die Leute teilweise für Überholmanöver starten, das denke ich mir auch so. Wow, ja, dafür, dass du jetzt bei der Ampel vor mir stehst, hat sich das echt gelohnt, sich jetzt da dein Leben, das Leben deiner Beifahrer und das Leben der, die entgegengekommen sind, aufs Spiel zu setzen. Also, kritisch, ne? Sehr, sehr kritisch bin ich da erstmal. So. Also. Warum bleiben wir bei Autos bei SSO? Ja, weiß nicht. Ist vielleicht gerade so ein bisschen ein Thema. Keine Ahnung. So. Gute Nacht, Pferdefreak. Mach's gut. So, die La. Okay. Da hinten das Ei, das guckt mich die ganze Zeit so verlockend an. Ich will das gleich mal einsammeln, mal gucken, was ich da bekomme. Dum, 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 dum. So. Oh, Leute, ich glaube, ihr seid im falschen Stream. So. Da müsst ihr woanders hingehen, da ist das dann gerechtfertigt. Aber danke für die vielen Aufrufe. Das ist sehr lieb von euch, danke. Das ist alles Kohle. Vielen Dank! Also wenn ihr jetzt noch ein bisschen lieber wärt, dann wäre das natürlich cool. Aber ich finde das trotzdem nice. Aber ihr könnt ja gerne auch ein Like da lassen, ne? Wenn ihr schon da seid. Macht das einfach. So. Okay. Ich dachte, das gäbe es nur auf Twitch. Aber nein, offenbar nicht. Okay. Ah, wo wir gerade bei Twitch sind. Oh, ich habe den Chat gar nicht offen. Ja, verflucht. Das ist schön. Oh mein Gott, wir hatten gerade die fiese Zahl von 88. Ich wollte eigentlich nie 88 Zuschauer haben. Das ist natürlich schon sehr verdächtig für mich. So. Tommy Boy hat Mitleid. Warum? Womit? Was ist denn mit dir? So. Okay, bye, Tommy Boy. 99.
Gerade die 88 waren mir ein bisschen leber. So. Eieieiei. Ah, Hilfe, alles Spam. Oh mein Gott, no. What in the world? Oh Gott, was ist denn hier passiert? Ach so, das ist... Seit wann, wie hat der denn? Ach, der hinten läuft da. Okay, alles klar. Weil ich das gut kann, Yo Flawless. Warum denn nicht? Warum spielst du es nicht? Guck mal, wenn du dich auf meinem Kanal umschaust, dann weißt du es. Ich habe einfach mal eine Nische entdeckt. Damals, also ich könnte eine ganz lange Geschichte erzählen, warum das so ist, warum das so ist. Und wenn es dich wirklich interessiert, Yo Flawless, dann kannst du gerne hier bleiben. Und ich erzähl's dir gerne. Schreibst du gleich nochmal einen Kommentar. Dann erkläre ich dir gerne das, warum ich das spiele. Und... So. Alles klar. Nee, ich weiß nicht, wo wir danach hingehen. Müssen wir mal gucken. So, jetzt ist ruhig. Also. Ist Flawless noch da? Willst du es noch wissen? Ich glaube nicht, ne? Dann halt nicht. So. Okay, Full Gas. Lass doch ein Like da wenigstens. Echt, Leute, ey. Grüße von Billy. Wer soll das Billy? Was für ein Billy, Alter? Na, ich kenn keinen Billy. Erklärt mir das mal. Was ist dein Billy? So. So. Achso, ja, Tom, pass auf. Also, sowas nennt man Stream Raids. Das ist nicht so tragisch. Es gibt halt so Streamer, die sagen, boah, wir gehen da mal durch und dann suchen sie irgendwas, was sie lustig finden. Und dann gehen die halt in den Stream und sagen halt den Leuten, ja, sie sollen da mal voll krasse Beleidigungen reinspammen. Ich finde die Idee ja an sich ganz geil, aber warum muss denn das Beleidigung sein? Ich versteh's nicht. Billy ist Reportagen. Aha. Ja, und der unterstützt sowas oder wie so? Findet er das cool? Ist das geil von dem? Weiß ich nicht. Also ich finde die Aktion ja geil, dass man sagt, man raidet andere YouTuber. Aber wieso muss es denn so assi sein? Dankeschön für die Loots, LeFox, das ist sehr cool. Also das würde ich gerne mal wissen. Ich finde die Idee der Stream-Pushens ja ganz cool. Aber ich fände es irgendwie ein bisschen cooler, wenn es halt, ich weiß nicht, ein bisschen auf eine freundlichere Art und Weise passieren würde. Oder ist das ungeil oder was? Spiel doch lieber Fortnite. Spiel tatsächlich Fortnite. Muss doch mal gucken auf meinen Kanal. Ich spiele tatsächlich alles, also von dem her, dann guckt doch Fortnite bei mir. Oder momentan Rimworld, Pizza Connection, ne, lauter so ein Kram. PUBG, ne, lauter solche Sachen, kannst du alles gucken. So, Landwirtschaftssimulator. Lauter so Zeug, ne, für euch Jungis, ne, jawohl. Die können statt beleidigen Likes verteilen. Ja, das wäre geil. Likes verteilen wäre natürlich, ich wohne so im Münchner Osten, ne, Sassi. Und zwar so, ne, so Erding, Freising, so da die Richtung. Also, in Oberbayern quasi. So, die. Nein, ich verstehe schon, dass das nicht ernst gemeint ist. Aber ich find's trotzdem irgendwie unlustig, wenn's halt... Ich find's halt irgendwie lustiger, wenn's halt keine Beleidigungen wären, so. Zumal ich jetzt nicht find... dass mein Gesicht aussieht wie ein Pferd. Ich habe ein sehr schönes Face. Da gäbe es ganz andere Streamer, ne, die man so nennen könnte. Muss ich jetzt schon mal sagen. Kingdom Come, genau. Leute, wenn ihr schon da seid hier von Billy, könnt ihr bitte Kingdom Come bei mir gucken. Kingdom Come Deliverance, beste Spiel aller Zeiten. Guckt doch da mal rein. Ich bräuchte ein paar Aufrufe. Könnt ihr das vielleicht machen? Das wäre wirklich sehr lieb, okay? Das wäre richtig krass. Das würde wahrscheinlich auch Reportagen freuen. Whoever Reportagen ist. Ne? Was macht der so? Diese Reportagen. Die Reportagen-Armee. Spiel lieber Fortnite. Hab kein Geld. Hashtag no hate. Tommy geht das über Fortnite hier. Nein, warum? Tommy braucht nicht selber Fortnite spielen. Der kann das schon gucken bei mir. Beleidigen tun eh nur die Leute, die selbst dumm oder hässlich oder selbst... Ach, Quatsch. Ich sehe das gar nicht so eng, Leute. Also, ganz ehrlich. Ist doch nicht so schlimm, oder? Es ist, oh, sucht sehr OP Geld. Ja, meinetwegen. Kann schon sein.
So. Also. Dieser Typ gerade macht auch einen Stream. Hab mal geguckt, wer das ist. Was macht er denn? Was spielt er denn? Was streamt er denn? Ist das ein Typ? Das ist ein Insider wegen dem Spiel. Ah, okay. Ist das so? Ich hab keine Ahnung. Mann, ich weiß immer nix, ey. Ich bin überhaupt nicht auf dem aktuellen Stand für sowas. Das ist echt schade. Ah, Hayden ist morgen in einem Hotel, haben nur kein Frühstück. Oh, das ist aber bitter. Weil wir da erst in der Früh sein müssen. Ach so. Ja, ihr könnt doch auf dem Weg euch irgendwie was reinziehen. Aber es ist geil, jetzt wird der Streamer ein bisschen hochgepusht. Das fand ich cool. Können sie ruhig öfter machen. Also. Man darf nur immer, die Community darf sich da nicht so angegriffen fühlen. Das ist das Einzige, was ich mir denke. So. Keine Ahnung. Der Stream ist altersbeschränkt. Oh. Okay. Da muss man dann abonniert haben oder was? Check ich gar nicht. So. Oh, hallo Katze. Na du? Na? Wie geht's dir? Oh, du guckst so müde. Ich glaube, sie ist noch ganz müde. Sie ist ein bisschen schlaftrunken. Sie wehrt sich gar nicht dagegen, dass ich sie in der Hand halte. Sonst ist sie immer so, lass mich los, ich will nicht mitstreamen. Und jetzt ist sie nur so, oh ja, okay, doch. Kannst mich schon ein bisschen kraulen. Das ist eigentlich ganz geil gerade. So. Tatsächlich, sie geht nicht weg, oder? Wo willst du denn hin? Na? Bist du noch müde? Ja. Bleib doch hier. Nee, nicht da ausräumen, Coco. Nein, Coco, nicht da rein. Oh je, jetzt räumt sie mein Regal aus. Na gut. Wir lassen sie mal. So. Coco, was wird das denn? Okay, gut, das ist klar, sie ist wieder weg. So. Die Katze ist niedlich. Ja, das ist sie tatsächlich. Sehr niedlich. Ich hätte gerne eine Katze. Oh je, Kelly, wieso denn nicht? Mögen deine Eltern das nicht? Die Kopfhörer, ja, die sind cool tatsächlich, aber unbequem. Aber ich versuche mich so ein bisschen dran zu gewöhnen. Aber die sind schon nicht... Ich dachte mir halt, es ist ein Gag. Also die waren halt echt günstig. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich bessere Qualität haben wollte, hätte ich auch bessere gekriegt mit dem Design. Aber ich dachte mir halt für einen Gag. Ich habe ja quasi noch für alles andere meine guten Kopfhörer. Die haben aber halt keine Katzenöhrchen, ne? Und Katzenöhrchen müssen natürlich schon sein bei so einer Art von Stream. Wenn man das spielt, dann braucht man natürlich auch Katzenöhrchen, ne? So. Hast du Allergien? Nee. Ehrlich gesagt nicht, dass ich wüsste. Also. Das, nee. Ich hatte mal früher eine relativ krasse Allergie gegen so Zitrusfrüchte. Also Zitronen, Orangen und so ein Kram. Ja. Aber das habe ich, irgendwann hat sich das aufgehört einfach. Ja. Ich finde, Peggy hat keine Pferdefresse, sondern ein Urbayern-Gesicht, ja. Das finde ich auch, ein krasses Urbayern-Gesicht. Überhaupt kein Pferdefressen, nicht. Ich habe zwei Kater. Ich habe ein Pferd. Hallo, habe neu Abo. Hallo, es ist Ofreak. Dankeschön für dein Abo. Das ist sehr lieb. Das ist wirklich sehr cool. Ich found das ganz nice. Oh, hä, wieso denn? Was ist denn hier los? Was ist denn da? Lalo sagt, du hast so ein Glück, dass du keine Allergien hast. Ich habe ziemlich viele. Ah ja, das ist uncool. Das ist uncool. So. Also. Okay, Hayden, mach's gut. Viel Glück morgen, ne? Hau rein. Oh, könnt ihr bitte aufhören, NH zu sagen? Das ist so schlimm. Ich hasse diese NH-Abkürzung. Guck mal, vor allem, schon mal, was ich sagen wollte, ich habe einen Hund. Ja, und Nen ist N-E-N. Und sie kürzt es ab mit NH. Warum? Das ist so dämlich einfach nur. Oh Mann, ey.
Manche Sachen muss ich einfach nicht verstehen, glaube ich. Ich glaube, das werde ich auch nie. Oh, oh, wrong direction, mein Lieben. Wrong direction. Enhanced Angewohnheit bei mir, sorry. Sorry, no sorry. Not sorry. Das, was ist denn das für eine Angewohnheit? Das ist dann ganz furchtbar. Schreibst du sowas auch in Aufsätzen oder so? Also, ich finde es echt schrecklich. Das ist so richtig... Aber man, mir fehlt gar kein richtiger Ausdruck dafür. Das ist so... Ja, die Verrodung der Jugendlichen im Internet. Das kommt dabei raus. Dadurch entsteht so NH und sowas. Nö, nö, Leute. I don't think it's good. So. NH ist ja auch einfach mal scheiße. So, da, da. Das ist auch kein Aufsatz. Ja, aber es macht trotzdem keinen Sinn. Naja, mir ist egal. Schreibt, was ihr wollt. Ich muss es ja dann nicht beantworten. Dann beschwert sich wieder. Wieso antwortest du nicht? Du ignorierst mich voll. Dann sag ich, ja, aber wenn ich das nicht lesen kann, wenn da Dreh mal NH steht. Ne, ich hab ja, ne, eigentlich einen Hund, ne, und der hat ne Fräuchen, ne, und die hat ne Krankheit, ne. Und ich so, ja, keine Ahnung, hab ich nicht verstanden, weil ich es nicht lesen kann. Ach ja. Ich mag das, ist E-Urkurz. Nennen. Ja, ich sag ja auch. Nennen es eh Urkurz. Ur. Urkurz, Katharina. Ur. Eieiei, diese Österreicher. Oder, nein, Wiener, genau, haben wir gesagt. Das sagen ja nur Wiener. Ab und zu auch Debreziner oder Weißwürste. Aber meistens nur Wiener. So. Ja, ja, das ist richtig lustig, ne, Salz, auch noch, dann nochmal so, ha, ja, ne, und, oh Mann, ey, seid ihr unlustig, das ist unglaublich. Ja, ja. Eieieiei. So, Wiener Würste, genau das, Wiener Würste. Hm. Wiener Würste, sehr lecker. Kann ich in den Club? Melanie, ich sag dir jetzt schon seit irgendwie... zwei Streams, dass du sehr gerne in den Club kannst. Ich aber wissen muss, wie du in Star Stable heißt. Sonst bringt es ja alles gar nichts. Dann kann ich dich nämlich nicht einladen. Na. So. Hier steht nichts von, dass du in den Club willst. Bist du überhaupt auf Server 8? Nein? Ich weiß es ja nicht. Ja, keine Ahnung. Mann. So. Also. Nichts gegen Wiener. Ich bin geile Wienerin und Österreicher ist besser als du. Ja. Wahrscheinlich ist es genau das. Österreich ist besser als ich. Ja. Naja. Das haben die damals vor guten 80 Jahren auch schon gedacht. Dass Österreich besser ist als ich. Und dann kamen sie doch nach Deutschland. Und haben, ne, ihren Reichskanzler hier abgelassen bei uns. Und dann gesagt, wie, was? Was, wir? Nein, wir haben überhaupt nichts gemacht. Wir wussten davon gar nichts. Es tut mir so leid. Ja? Aha, ja, ja. Genau, ich bin ja auch nicht Österreich, von daher. Alles gut. Also... Ah, hallo Alex, grüß dich. Dina Whale Path. Ah, okay. Und wo bist du, Dina Whale Path? Ich sehe hier leider keine Dina Whale Path. Dina Whale Path, wo bist du? Nein, nein, der ist von allein nach Deutschland gekommen. Achso, er ist ausgewandert. Da dachte ich, oh nein, das ist größer da. Keine Worte für Dummheit. So redet keiner in Wien. Doch, doch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, was hat denn das mit Dummheit zu tun? Was ist denn mit dir los, Katharina? Komm mal klar, ey. Was geht denn? Also wirklich.
So, ich bin auch deine Server. Okay, Melanie, aber wo bist du denn, Melanie? Dann kann ich dich nämlich einladen. Sonst wird das nämlich hier nichts mehr. Genau, Wien. Ja, richtig. So. Also? Dina, ich glaube, dass, wenn du mir nicht sagst, wie ich dich einladen kann, wo du bist, dann wird das leider halt auch nichts. Hallo Lilly, grüß dich. Na? So. Kommst du auf Server 7? Ja, ich komme bestimmt auch mal auf Server 7. No problemo. So. Goodie. Okay. Hallo Diane. Na? So, da. Ja, ich gucke jetzt gleich mal auf meinen Kalkulator, was der sagt. So. Goodie. Okay. Ja, ich... Diese kleine Gang. Wir sind eine Squad, Lana. Wir sind eine Gangster-Squad, so. So. Sagt der Bayer? Bayer? Katharina, was ist denn jetzt dein Problem? Was ist denn mit dir? Katharina, Mann. Ich habe doch nichts gegen Österreicher gesagt. Wie kommst du darauf? Was willst denn du jetzt, Katharina? Können wir dich irgendwie wieder glücklich machen, Katharina? Ha? Bist du jetzt richtig sauer? Ja, dann sei das. Du meinst Bayer, ja. Gut. Nee, wir hören jetzt eh auf, liebe Leute. So, oh doch, sagt sie. Oh doch. Okay, ja gut. Wenn du meinst, dann schrei drum. So. Bade. Okay. Goodie. Ah, Diane war Sushi essen. Ah. Boah, ich könnte nie nur so Sushi essen gehen, ne? Also in so eine Sushi-Bar, wo es nichts anderes gibt, das könnte ich nie machen. Also das würde ich nicht hinkriegen. Ich brauche dann immer so ein Running-Sushi, wo es dann halt noch so andere warme Speisen gibt oder sowas oder so. So Fingerfood, einfach nur in eine Sushi-Bar zum Sushi essen, das ist, das ist gar nicht mein Ding. Ja, Diane, leider, es ist, die YouTube-Benachrichtigung hat irgendwie gefailt und sowas und lauter so ein Schmarrn. Bin doch gerade erst gekommen, ja, es ist halt so. Aber ich habe ja gesagt, also ich kann ja noch ein bisschen Late Night machen, aber es ist halt nur dann rentabel, wenn quasi das alles hier technisch funktioniert. Und da gibt es auch andere Sachen. Ja, dann passt ja, dann ist ja gut. Dann warst du nicht beim Sushi essen, oder doch? Vielleicht, man weiß es nicht. Na. Ich bin überhaupt nicht fies, Katharina. Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, Katharina. Wir sind eigentlich alle immer sehr lieb, Tamana. Da ist Dina Wahlpath. Geilo, ja, siehst du. Läuft doch hier bei uns. Schön. Du bist fies, Katharina, weil du mich dumm genannt hast. Ne? Da oben steht's. So, pass mal auf. Hier, da steht's. Keine Worte für deine Dummheit. Du bist fies. Ja? Also. Und ich habe nie gesagt, dass Österreich nicht cool ist. Du bist echt mega unflauschig und ich glaube, dass wir alle hier gerade dich viel gemeiner finden als mich. Also. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns morgen wieder, meine Lieben, bei Star Stable. Ich würde mich jetzt noch ein bisschen anderen Projekten widmen, muss ein bisschen aufnehmen. Was heißt muss, ich will, damit ihr morgen und übers Wochenende wieder schön Videos habt, die ihr gucken könnt. Ich habe nämlich, warte mal, ich zeige euch mal, was ich jetzt für Spiele aufnehmen will. Ich mache nur kurz einen kleinen Spoiler. Okay. Das sind die Spiele, die ich noch aufnehmen möchte. Ne, ich spoilere nochmal kurz. Okay. Okay, gut, ihr habt es gesehen. Davon wird jetzt auf jeden Fall dann auch noch was aufgenommen, die in der nächsten Zeit kommen. Wir sehen uns morgen, ne? Und auf jeden Fall Star Stable morgen. Auf jeden Fall Landwirtschaftssimulator. Die beiden hätte ich auf jeden Fall gerne morgen gespielt. Vielleicht kommt morgen auch noch mal Pizza. Wir gucken mal, was da abgeht am Samstag. Oder wir streamen noch ein bisschen morgen Rocket League oder irgend sowas. Mal schauen, vielleicht irgendwas Spontanes. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Katharina, viele liebe Grüße nach Österreich, ne? Also, du kannst dich jetzt ein bisschen ärgern. Mir ist es egal. Ich wünsche euch einen guten Abend. Bis später. Ne, immer schön flauschig bleiben, meine Lieben. Und habt einen schönen Freitagabend. Macht's gut und tschüss.